So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Lage ist auch heute nicht einfacher als gestern Abend oder gestern Nacht. Der DAX eröffnete mit einem Gap Down. Ich habe jetzt hier erstmal einen ganz nackten Stundenchart mitgebracht. Eröffnete mit einem größeren Gap Down. Hat aber die 9800 Punkte Marke verteidigt. Hat dann versucht, das Gap zu schließen und steht aktuell jetzt bei, und hat es eben nicht ganz geschafft, aber das kann man schon als Gap Close bezeichnen und steht jetzt bei 9850 Punkten. Hier unten kann man jetzt die unteren Tiefpunkte verbinden und gleichzeitig jetzt mal auch hier oben etwa die Hochpunkte. Also wir laufen jetzt hier in so ein Dreieck rein und jeder, sage ich mal, hier echt auch Stundenschlusskurs, ja, unter 9800 Punkten dürfte recht kritisch sein. Sonst, wenn man jetzt hier das Bild noch sieht, wo vor, ja, schon bald vor 4 Wochen die Zone auserkoren worden ist, sieht man eben, dass er einfach in dem Bereich noch liegt. Aber wie gesagt, unter dem wird es dann gefährlich. Und ja, damals hatte ich hier die nächste größere Unterstützung bei 9400 Punkten dann ausgemacht. Also muss man wirklich sehr behutsam jetzt vorgehen und ja, den Markt eben jetzt hier mal auf Deutsch gesagt vielleicht nochmal auskotzen lassen und dann mittelfristige Positionen eingehen. Kommt eben darauf an, ja, ich meine, erst bei 9400 Punkten eher mittelfristige Long-Positionen oder wer hier den Weg vielleicht nach unten gehen will, also kurzfristige Short-Positionen, wären sicherlich auch angedacht. Im S&P ist aber jetzt halt hier der Index auf den ersten zurückgefallen. Aber da hatten wir eben gestern, wie auch im Video gesprochen, dass hier es hätte halten sollen und von hier aus schon die nächste Aufwärtsbewegung starten sollen. Hier liegen jetzt die US-Futures leicht im Minus. Kann man jetzt noch nicht, auch keine Aussage treffen, ob jetzt hier eine Aufwärtsbewegung, eine nachhaltige starten kann oder nur eine leichte, und um dann nochmal Richtung 2020 Punkten abzufallen. Wirklich gefährlich wird es bei dem Index, ja, bei 1991 etwa. Also hier wären dann oder könnten dann locker auch nochmal 30 Punkte dann der Index fallen. Zu den Forex-Setups gab es hier Pfund gegenüber kanadischen Dollar. Das läuft hier gut. Da würde im Wochenchart hier eine Buy-Marke oder eine Buy-Trigger-Marke, den Rücklauf wurde dann gekauft. Und hier sollte es ja Richtung 1,9 auf jeden Fall gehen. Dann muss man, das sollte es gehen, dann muss man eben mal schauen, wie dann sich das Währungspaar verhält. Hier das Pfund neuseeländische Dollar hält sich in dem Widerstandsbereich auf, aber das Währungspaar robbt sich nach oben, und wenn jetzt hier wirklich nochmal ein Schlusskurs über dieser Marke stattfinden sollte, müsste es dynamisch nach oben gehen. Zum Euro gegenüber japanischen Yen. Der Anfangsstopp war hier an dem Rainbow, auch auf dem 4-Stunden-Chart, sollte es eigentlich nicht weiter nach unten gehen. Wurde jetzt heute Nacht, als ich da das Video gedreht habe, war dann Action drin. Fiel es weiter runter, aber der Stopp wurde nicht touchiert. Und jetzt kämpft es sich halt hier mit der Buy-Marke bei 1,2350 herum. Was wirklich heute und die nächsten Tage interessant wird, ist jetzt hier das Rohöl. Da könnte
etwas hier fertig sein mit dem gestrigen Tag. Was mir halt nicht gut gefällt, ist die letzte, hier die letzte Aufwärtsbewegung oder die letzte Welle. Hier könnte ein Hoch noch fehlen, allerdings ja, liegt jetzt hier das WTI schon auf dem Stundenchart, auf dem EMA 38 auf. Und wie man sie hier sieht, wurde dieser bis auf einmal recht gut auf Schlusskursbasis verteidigt. Das heißt, also hier, wir sind jetzt kurz vor 11 Uhr, fällt das hier auf 1 Stunden Schlusskursbasis, ist es hier für mich ein kleines Verkaufssignal, da man eben auch sieht, es ist ja auch kräftig überkauft. Und ich habe einen Artikel auch gelesen, dass eben saisonal jetzt hier Mitte Mai womöglich ein kurzfristiges Hoch auch ausgebildet wird. Also wird es hier auch passen, dass man jetzt hier einen Short, ja, kurzfristig, mittelfristig, man muss halt schauen, wo man dann den Stopp platziert, ob jetzt direkt auf das Hoch oder man dem Öl noch ein bisschen Platz gibt. Ist natürlich auch abhängig, ja, wo die Kursziele dann liegen oder das ja das Korrekturziel. Also hier Richtung EMA 200 im Tageschart wäre sicherlich möglich und eben auch Richtung der 44 US-Dollar Marke. Aktuell stehen wir bei 48,70. Also hier werde ich das noch die nächste Stunde natürlich weiter beobachten, aber ich habe hier schon meine Linien drin und wie gesagt, alles, was mir nicht gefällt, ist hier die letzte Bewegung. Aber gut, das ist jedenfalls interessant zu Gold und Silber. Gold kann sich hier ja, ganz kurzfristigen Aufwärtstrend halten und die anderen Aufwärtstrends sind auch noch intakt. Da ist jetzt ja, ist eben auch schwierig. Entweder man realisiert hier noch die Gewinne und hofft, dass die Trendlinien brechen und dass man hier unten weiter einsteigen kann. Oder man bleibt investiert und geht hier bei Silber eben davon aus, dass es der Silberpreis fällt und hier Richtung 16,65 eben dann tendiert und hier dann einsteigt. Sollte aber eben Silber uns den Wunsch erfüllen, dann ist natürlich auch Gold wahrscheinlich am Einstandskurs wieder, aber arg schlimm ist es dann nicht. Das war's, also ich werde mich jetzt hier auf Silber, Gold und Öl konzentrieren. Beim DAX, ja, wenn sich da noch die ein oder andere Möglichkeit ergeben sollte, was Eindeutiges, dann werde ich auch das wieder erwähnen, aber das rückt jetzt hier ein bisschen in den Hintergrund. Danke fürs Zuhören und bis später.